So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Project Cars 2. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen. Es geht heute weiter mit der Indycar-Serie. Rennen Nummer 5 steht heute an diesem Mittwoch. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 14 Uhr. Wir sind wieder am Start, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute geht's weiter mit dem Rennen Road America. Wie immer natürlich, klar. Ist mal ein Kurs, der 4 Kilometer lang ist. Nicht nur 2 Kilometer wie die letzten Kurse auch. Ja, aber wie gesagt, das ist mir auch herzlich egal. Wir wollen natürlich hier heute wieder gewinnen. Nach dem gerade so 8. Platz im letzten Rennen und der gerade so Verteidigung der WM-Führung. Wir sind nämlich nur noch einen Punkt. 156 zu 155 sind wir nur noch vorne. Gehen wir jetzt in die letzten 4 Rennen und da wollen wir nochmal triumphieren. Hier müssen wir auf jeden Fall unseren Kollegen ein bisschen wieder schlagen. Im Idealfall holt der keine Punkte. Aber wie gesagt, ja. Ich tippe, das ist jetzt noch 2 Ovals und 2 Dings hin. Also müssen wir die beiden Stadtkurse definitiv gewinnen und die Ovale so viele Punkte wie möglich irgendwie mitnehmen. Ansonsten wird das hier in dieser Saison, diese Serie nichts. Und ich will diese Indycar-Serie gewinnen. Ich will sie nicht nochmal fahren müssen. So, ja, gehen wir rein. Wir wollen natürlich hier klar was wollen. Darauf verlassen können wir uns darauf verlassen. Ja. Wir können es nicht darauf verlassen, dass der wieder so ein bisschen abkackt, aber wie gesagt, die beiden Rundkurse, beziehungsweise die beiden Ovalkurse hat der Kollege gewonnen. Deswegen, ja, heute, wie gesagt, ein bisschen Qualifikation, ein bisschen drei Runden, dann Rennen am Ende des Tages, beziehungsweise, ja, dann am Ende. Wir sind nämlich jetzt am dritten Renntag, dritten Rennevent. Ja, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag schon wieder. Dann ist Weihnachten vorbei. Oder die Weihnachtszeit vorbei. Und dann geht es ja schon wieder straight Richtung Silvester. Was sind denn so eure Pläne? Macht ihr da gar nichts? Also, oder geht ihr mit Familie weg, Freunde weg, wie auch immer? Habt ihr da euch mit Feuerwerk eingedeckt? Oder, ja, wie sieht das aus? Also, ich bin mit meinem Rainbow Six Soccer Clan weg. Beziehungsweise sind wir da. Ich fahre ins Ruhrgebiet, also in Richtung Hamm runter und feiere dort mit ein paar Freunden und ja, das ist so mein Plan. War ja auch einmal lange auf der Kippe, dass ich euch jetzt überhaupt mache, dann kann man nämlich doch die Einladung und ja. Ansonsten wäre ich halt zu Hause gewesen, wäre auch nicht heute schlimm gewesen. Ich hätte bestimmt schon jemanden zum Spielen gefunden. Der fährt aber auch ordentlich hier, ne? So wir müssen hier heute wieder gewinnen. Mal gucken wir mal. So, sagen wir es mal vorbei. Und dann gehen wir außen vorbei an ihm. Ja, Road America steht heute an. Ah, wir sind in Genfer zu Gast. Okay. So, jetzt geht's auf die unsere erste gezeitete Runde. Die jetzt auch schon 200 Minuten wieder gekostet hat. Hallo, überholen ist nicht, Kollege. Der will aber auch ordentlich Bescheid wissen da gerade. So. Hier wollen wir natürlich wieder triumphieren. Eigentlich sind wir schon wieder ein bisschen unter Zugzwang. Gerade führen wir, wie gesagt, nur noch mit einem Punkt Vorsprung. Und nochmal so ein Rennen, wie jetzt zum Beispiel das letzte, kann ich mir eigentlich nicht erlauben, will ich hier die Indycar-Serie gewinnen.
Beziehungsweise auch diese Verteidigung vom achten Platz. Ich sag ja, jeder Punkt zählt und dieser eine Punkt, der hält uns so gerade auf Kurs WM. Die Frage ist, wie werden wir heute abschneiden? Ja. Der eine kommt jetzt auch schon wieder ran, der hier Kollege, der jetzt die ganze Zeit schon da dran hing. Bisschen zu weit rausgekommen. Nur mal gucken, wie die Zwischenzeit jetzt gleich ist. Klar, zwei Minuten, über zwei Minuten pro Runde. Und so gerade führen wir. Und deswegen werden wir nochmal eine Zeit setzen müssen. Und der Kollege, der eben das Rennen gewonnen hat, ist auf einmal wieder auf 2 bis auf 0,08 Sekunden dran. Hau mal ab von mir da hinter mir. Meine Güte. Du machst mich gerade ziemlich nervös da hinter mir. Du hast mich eben schon... Hau ab, wenn nicht von mir, Mann. Du gehst mir so auf den Sack, Alter. Bist du schon so geil darauf, in der Qualifikation zu überholen, dass du mir dauernd meine Runde versaust? Weil die Runde ist ja eh schon jetzt kaputt. Weil mich das übelst nervös macht, wenn mir da einer die ganze Zeit an der Backe klebt. Gerade in der Qualifikation kann man mal auch ein bisschen Abstand lassen. Wir müssen unbedingt nochmal eine schnelle Runde fahren. Oh, Alter, hau ab endlich, ey! Die Zeit umstimmt nicht, ich habe keine 50 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, auf unsere Bestzeit. Wir kleben jetzt am Platz 8 momentan fest. Wo wird das nochmal? Das könnte mal sogar doch nochmal eine schnelle Runde werden. Nee, wird's nicht. Knapp langsamer. Da haben wir uns am Ende fast nochmal rausgezaubert. So, jetzt versuchen wir nochmal eine Zeit zu setzen. Aber wie ist es vernünftiger ohne dieses Rausrutschen? So, jetzt will einer, will ich natürlich vorne dran. So, jetzt habe ich mal zumindest ein Auto überholt, damit ich jetzt nicht ständig irgendwen hinter mir habe. Kann er dem nämlich mal auf den Sack gehen und nicht immer mir. Nächste Woche Montag, Dienstag gehen wir ja die letzten beiden Rennen an. In dieser Serie. Deswegen wäre es auch blöd, schade gewesen, dass wir entweder 6 oder 10 Rennen gefahren sind. Dann hätten wir uns nämlich genau aufgehen können. Entweder diese Woche oder nächste Woche. Aber so müssen wir drüber leben. Das heißt, wir gehen Mitte nächste Woche, also heute in einer Woche, dann in eine komplett neue Serie rein. Was mich da erwartet, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ich bin selber auch gespannt. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier auf diese Serie hier. Auf das erfolgreiche Meistern der Indica-Serie.
Haben wir gerade ein bisschen Luft reingebracht. 5 Minuten noch. Oder 5,5 haben wir jetzt noch. Ein bisschen besser durch. Zumindest jetzt eben. Oh, wir haben trotzdem Richtung von 0,64 Sekunden. Halt mal ein bisschen hier so ein bisschen Vollgas fahren können. Und auf einmal sind wir nämlich auch hinter mir los, 2 Sekunden vorne. Habe ich auch mal eine halbwegs schöne Runde fahren, dann soll safe auf der 1 stehen. Ja, seit hier sind wir schon fast wieder zum Siegen verdammt. Und wir haben es geschafft, 2 Minuten 4. Jetzt haben wir nochmal 4,4 Sekunden vor. Jawohl, ja. Jawohl. Ich habe das. Ich will, glaube, ich schieße den einfach weg, den Typen. Weil so kann man nämlich ein bisschen wegkommen. Ansonsten wird er jetzt verdammt gefährlich werden. Das können wie gesagt wichtige Punkte. Verpiss dich da vor mir. Das ist Platz 1 für mich. Diese Nervensäge geht mir so auf den Sack, dieser Wagen mit der Nummer 9, ne? Dieser rote Renner mit der Nummer 9. Ich konnte nicht daneben nehmen, wo ich... Ich will den Typen hier weg haben von mir. Geh weg. Machen wir es einfach so. Hauptsache, er ist nicht vorne. Das ist mein größter Konkurrent gerade gewesen. Und du gehst mir auch mittlerweile auf den Piss, ey. Ich wehre mich jetzt richtig. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ich will dieses Rennen definitiv gewinnen. Das ist wichtig jetzt gerade. 3 Runden stehen heute an. Das Graue ist die Strecke und nicht das Grüne. Heute ist wichtig, das definitiv zu gewinnen hier. Du bist ein Arsch, Alter. Ich will es jedem gönnen, aber nicht dir. Du bist mir schon in der Quali die ganze Zeit auf den Piss gegangen. Aber jetzt hat er sich ziemlich brutal vorbeigedrückt an mir. Hau ab, endlich.
So, wieder. Ich liege wieder da, wo ich hingehöre, nämlich auf 1. Danach ist es ja noch eine Runde, also ich muss mich irgendwie wehren jetzt. Irgendwie jetzt die 1 verteidigen. Boah, der will schon wieder vorbei, ne? Die sind hier zu dritt hängen, die kleben die gerade hinter mir. Hier komme ich ein bisschen weg. Wieder. Krieg ich gerade ein bisschen Luft geholt gerade. Diese zwei roten Flitzer da, die gehen mir so auf den Sack, die gehen mir schon in der Quali die ganze Zeit. Ist das der mit der 9? Ja, das ist der mit der 9, ne? Ah, von mir. Ich drück den im Zweifel komplett weg. Ist mir scheißegal, weil ich will dieses Rennen unbedingt gewinnen. Heute ist es verdammt wichtig. Wollen wir halt wirklich von meinem Titel zu träumen. Ich kann nicht sagen, dass ich jedes Rennen gewinne. Wie gesagt, die nächsten. Ich weiß nicht, wie viele Ovalrennen danach noch sind. Und wie ich da abschneide. Glück gehabt, dass ich nicht zu weit rausgerutscht bin, um jetzt ins Kies oder zu rutschen. Keine Chance, dann hätte ich die Runde verkackt. Sie kleben immer noch schön dran an mir hier. Also mal versucht. Die versuchen es wirklich immer wieder. Ja klar, würde ich aber auch probieren. Deswegen darf jetzt auch kein Fehler mehr reinkommen. So, jetzt haben wir Gott sei Dank ein bisschen Luft nach hinten. Weil jetzt geht es nämlich auf die schmale Ziellinie. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht da irgendwie noch einen Fehler erlaube, dass ich hier auf den letzten Metern nochmal geschnupft werde. Komm, komm, komm. Yes! Jetzt könnte er überholen, wie er Lust und Laune hat. Das wäre scheißegal. Kleiner Pisser, Alter. Da. Ist mir aber gerade herzlich egal. Außer vor dem Springen. Wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie gerade so geschafft. Das ist verdammt knapp gewesen. Wo ist denn unser größter Rivale gerade gelandet? Oh, auf 23. Sehr schön. Das ist sehr gut, dass der nicht weit nach vorne gefahren ist. Ach, Takuma Sato. Auch ehemaliger Formel 1-Pilot. Wie haben wir denn so einen als Namen? Bekannte Namen. Max Chilton, klar. Montoya, klar. Vier ehemalige Formel 1-Piloten haben wir auf jeden Fall dabei. Und Testfahrer. McLaren, glaube ich, Testfahrer. Alexander Rossi. Bordet, ehemaliger Toro Rosso-Pilot.
Also sind einige tatsächlich, die da jetzt mittlerweile ihre Kohle in den USA verdient. So, wir haben es geschafft. Irgendwie gerade so. Gerade so. Ah, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen 44 Punkte Vorsprung mittlerweile auf Platz 2. Weil noch drei Ausstände rennen. Theoretisch könnten wir sogar schon im nächsten Rennen den Titel safe machen. Dazu müssten wir aber Minimum 10 Punkte mehr holen als der Gegner. Das heißt, er darf höchstens auf 3 kommen und dann sind wir durch. Dann sind wir safe auf der 1. Also, brauchen wir, können wir es theoretisch klar machen. Müssen aber mal gucken. Wie gesagt, wenn der Dritte, wenn wir Erster werden, der. Und das wäre bei egal welchem Rennen. So. Ja, wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns, es geht schon wieder ins Oval. Texas Motor Speedway. Und dann geht's nach Watkins Glen am Montag. Also können wir theoretisch am Montag klar machen. Wir können heute auch alles, wir können ja morgen schon alles klar machen. Ich vermute aber jetzt am Montag. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bei Let's Play Project Cast 2. Bis dann. Ciao.